dieser Ball soll in diese Kiste mit einem Gabelstapler. Normalerweise werden mit ihm tonnenschwere Paletten verladen, doch mit Fingerspitzengefühl auch nur ein paar Gramm millimetergenau zu bewegen, das kann er. Benjamin Franz, 26, Oberfranke in Niederbayern, 6 Jahre Gabelstaplerfahrer. Meine besondere Stärke liegt in Elektrostapler und Dieselstapler. Man kann ja auch andere Sachen hochheben, transportieren. Muss ja nicht immer Gitterboxen oder Paletten sein. Man kann auch zum Beispiel Kaffeebecher damit transportieren, geht alles. Normalerweise B- und entlädt Benjamin 21 LKW in 8 Stunden. Über 250 Paletten sind es pro Schicht. Die Arbeit bei einem Automobilzulieferer in Neustadt an der Donau ist genau das richtige Training für sein Ziel. Beim Finale in Aschaffenburg Deutschlands bester Gabelstaplerfahrer zu werden. Letztes Jahr haben wir in Aschaffenburg gehabt, da haben wir ein Holzkloss gehabt. Da war ein Golfball drauf. Da haben wir auf einen Gabelzinken einen Tischtennisschläger gehabt. Mit diesem Tischtennisschläger mussten wir diesen Golfball aufnehmen und in einen Eierbecher transportieren. Qualifiziert für das Finale ist Benjamin schon. Beim Regionalentscheid in Hagelstadt wurde er Zweiter. Nur ein paar Sekunden haben zum ersten Platz gefehlt. Jetzt heißt es trainieren. Seine Aufgabe heute: diese Kisten in 3 Minuten nach Farbe sortieren und den Basketball dann reinlegen. Noch knapp 30 Sekunden hat Benjamin und geschafft. Trainingseinheit bestanden. 1,5 Wochen kann er noch weiter üben. Da bin ich dann schon aufgeregt, weil sowas hat man bloß einmal im Jahr. Und man will ja deutscher Meister werden. Benjamin hat seinen Beruf zum Hobby gemacht, zu einem ungewöhnlichen noch dazu. Lastenesel-Fahren ist Benjamins Passion. Und er hat sogar schon seine Freundin mit dem Staplerfieber angesteckt. Meine Freundin ist davon total begeistert. Die hat wegen dem Grund auch extra ihren Staplerführerschein gemacht. Gezieltes Training ist für das Finale nicht möglich. Die Aufgaben bleiben bis zum Schluss geheim. Über 5000 Automobilteile wird Benjamin bis zum Finale noch bewegen. Genug Training.